Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Kapitel 18 zum Satz von Hahn Banach und den Grundlagen der Funktionalanalysis. Wir haben uns beim letzten Mal durch den ersten Teil des Beweises von Satz 18.6 geknödelt und ich möchte das jetzt nochmal kurz zusammenfassen mit einem kleinen Zwischenergebnis, was wir da oben in mühsamer Rechnerei erreicht haben, und das ist folgendes. Also wir können, das ist die Quintessenz des Ganzen, diese Linearform f0 unter Erhaltung, und das ist ja wichtig, das ist so eine Art Vorschub auf diese Normerhaltung, die wir ja in 8.4 hatten, unter der Erhaltung der Abschätzung, ja, das war f kleiner f0 kleiner gleich p, beziehungsweise f kleiner gleich p, f1 kleiner gleich p, ich schreibe mal hier f1 kleiner gleich p, um eine Dimension erweitern. So, und jetzt ist halt der Gag. Eigentlich möchte man jetzt weitermachen und das Ganze induktiv fortbabbeln. Das ist das Problem, dass wir eben einen Raum haben, der eventuell unendlich dimensional ist. Ich meine, im Falle eines endlich dimensionalen Vektorraums macht man jetzt einfach eine vollständige Induktion. Und das Ergebnis oder beziehungsweise die Methode, die wir jetzt anwenden, die heißt oder schimpft sich in der Fachsprache transfinite Induktion. Und das benutzt in ganz krasser Art und Weise jetzt das Lemma von Zorn. Ja, und da werden wir uns jetzt ganz entspannt, ganz langsam durchtasten. Also das Schlimmste ist sozusagen mit der Rechnerei hinter uns. Ab jetzt wird es ein bisschen struktureller. Also, der zweite Beweisteil. Oder des zweiten Beweisteils erster Schritt. So rum. Wir betrachten jetzt das System S. Das nennen wir extra System, weil eine Menge ist es im eigentlichen Sinne nicht. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also betrachte System S aller Paare V'F' von Unterräumen. Jetzt sollen die Unterräume natürlich nicht irgendwo in unserem Raum rumwabern, sondern sie sollen natürlich so sein, dass V0 in ihnen enthalten ist, weil sonst ergibt das Ganze keinen Sinn. Und die Linearformen, die wir hier haben, diese f' in v' Stern, das ist jetzt eine ganz tolle Bezeichnung. Also da ist der algebraische Dualraum von v' mit gemeint, also die Dinger gehen von v' nach r und sollen natürlich dann erfüllen, dass sozusagen die Einschränkung auf v0 jeweils wieder f0 ist und dass die Ungleichung gilt auf dem jeweiligen Unterraum V'. Also das ist im Prinzip die Menge aller möglichen Erweiterungen, die dahinter steckt. Und auf dieser Menge S, oder auf diesem System S, definieren wir jetzt eine Halbordnung. Also auf S definieren wir durch. So, und jetzt müssen wir halt sagen, wann zwei Tupel dieser Form bezüglich so einer kleinen Relation ja in Relation stehen. Ja, also V' F' soll in Relation stehen zu V2' F2' genau dann, wenn. Naja, zum einen soll V' dafür eine Teilmenge von V2' sein. Und, das und ist wichtig, F2' eingeschränkt auf V', das soll gleich F' sein. Diese Definition nennen wir mal Sternchen 7. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen. So, warum ist das eine Halbordnung? Gehen wir das ganz kurz durch. Was muss für eine Halbordnung erfüllt sein? Das Ding muss reflexiv sein. Das ist offensichtlich der Fall, weil V' eine Teilmenge von V' ist. Und wenn ich F' einschränke auf V', dann ist es F', weil da ist es definiert. Ja, also das ist alles kein Problem. Dann als zweites, jetzt muss ich hier kurz wieder meinen Blätterwald sortieren. Als zweites haben wir ja diese Transitivität gehabt. Das heißt, wenn V' Teilmenge V2', V2' Teilmenge V3' ist, dann ist auch V' Teilmenge V3'. Das alles gut. Und wenn ich F3' einschränke auf V', dann ist es F3' eingeschränkt auf F2'. Da lebt ein F2', das kann ich auf V' einschränken, ist auch klar. Naja, und wenn x kleiner y ist, dann soll, und y kleiner x, dann soll x gleich y sein. Das ist aufgrund der Teilmengenrelation, die wir hier zugrunde legen, auch offensichtlich der Fall. Also ist das Ding eine Halbordnung. Da müssen wir uns also jetzt weiterhin nicht große
Gedanken drüber machen. So, die Idee, die jetzt im Folgenden kommt, ist, wir wollen jetzt mit dieser Halbordnung das Lemma von Zorn drauf loslassen. Also, nun sei C eine Kette in dem System S. Jetzt müssen wir uns sozusagen überlegen, dass diese Kette nach oben beschränkt ist. Das machen wir, indem wir einfach alle Elemente vereinigen. Das ist der gängige oder der allgemeine Schluss. Wir nennen das V Stern. Das soll sein die Vereinigung aller U in der Kette über U. Das ist dann sicherlich eine Teilmenge von E. Das ist ein Unterraum. Unterraum ist wichtig wegen der Aussage des Satzes, weil wir wollen das auf Unterräumen machen. Naja, und was wird noch festgelegt? Durch F Stern von x, das ist jetzt in Analogie zu dem V Stern hier oben benannt, F Stern von x gleich F Strich von x, was nichts mit der Ableitung zu tun hat. Eine Ableitung haben wir hier nicht vorhanden. Wir sind auf Vektorräumen. Da ist jetzt nicht direkt was von Ableitung geworden, das ist einfach das F Strich, was entsteht, wenn ich auf dem V Strich operiere. Also das Ding hier. Da ist nichts mit Ableitung. Also das ist sozusagen die Konstruktion für x in V Strich. Ich schreibe jetzt hier Sternchen 8 einfach stur dran. Das ist eine lineare Fortsetzung. Also durch diese Setzung wird eine lineare Fortsetzung von F0 auf V Stern mit F Stern kleiner gleich P definiert. Nur weil das F Strich ist nach Konstruktion dieser Menge S gerade so gewählt, dass es diese Ungleichung erfüllt. So, das heißt, wenn ich jetzt das Tupel angucke, was besteht aus der Vereinigung dieser Mengen, nämlich dem V Stern, und der Fortsetzung auf dem Ding, dann ist das eine obere Schranke. Also das Tupel V Stern F Stern ist obere Schranke. Ja, von der Kette, also von C. C steht im Übrigen Kette für Chain, also auf dem Englischen. So, C Teilmenge S war jetzt beliebig, ne? Wir haben jetzt nichts an die Kette vorausgesetzt. Das heißt, jede Kette hat eine obere Schranke. Und dann sagt das Lemma von Zorn, na gut, es gibt ein maximales Element, also Lemma von Zorn oder 18,5, was man lieber hat. Das sagt uns, S besitzt ein maximales Element VF, haben wir das genannt, oder habe ich das genannt. So. Und jetzt benutzen wir einfach den Beweis Teil 1. Ja, also aus 1 folgt, naja gut, V muss E sein. Weil sonst könnte ich es ja noch weiter fortsetzen mit Teil 1, dann wäre es aber nicht maximal. Also muss ich den gesamten Raum erhalten. Naja, und F kleiner gleich P, das ist ja die Aussage aus diesem maximalen Element in S, ne, das erhält ja gerade diese Ungleichung, das sagt uns natürlich gerade minus F von X, was ja nichts anderes wegen der Linearität ist als F von minus X, das ist kleiner gleich P von minus X durch diese Ungleichung für alle X aus E. Und damit erhalten wir dann zu guter Letzt, dass minus P von minus X kleiner gleich F von X ist. Nehmen wir das einfach mit minus 1 multiplizieren und das Relationszeichen beachten. Und das wiederum ist kleiner gleich P von X. Und das ist alles, was wir formuliert haben in Formel 18.5. Damit ist hier Beweisteil 2 zu Ende. Und damit ist der gesamte Beweis fertig. Und das ist der Satz von Hahn-Banach. Also die Beweisidee, die sozusagen hängen bleiben sollte, wenn man grob vom Satz von Hahn-Banach in der Urversion spricht, ist: Man setzt zunächst um eine Dimension fort. Wie man das technisch macht, ist in der Regel nicht ganz so wichtig, aber das kommt natürlich hart drauf an, für was ihr gerade den Satz braucht. Und dann wendet man das Lemma von Zorn auf diese Familie S der so halb geordneten Menge an. Das ist im Prinzip der ganze Kram. Falls ihr euch mal für einen etwas anderen Beweis interessieren solltet, dann könnt ihr mal gucken in der Sektion bei mir auf der Webseite, gibt es irgendwo den Reiter Sonstiges oder irgendwie sowas, da steht ein Skripte-Teil drin. Da ist auch ein Funktionalanalysis 1 Skript drin von der Vorlesung, die ich gehört habe. Und da ist auch der Satz von Hahn-Banach drin, allerdings im
Kontext lokal konvexer topologischer Vektorräume, beziehungsweise der Satz ist natürlich auch noch für k gleich r formuliert, weil anders kriegst du den in dem Moment nicht. Und der Beweis ist ein bisschen anders, aber schlägt in die gleiche Kerbe. Also die Grundidee, um eine Dimension fortsetzen, Lemma von Zorn anwenden, die bleibt erhalten. Gut, also diesen Satz, den haben wir bewiesen. Und hier sehen wir nochmal, dass das, was am Ende rausgekommen ist, genau die Ungleichung 18,5 ist, die wir hier ja sozusagen vorgeschlagen haben. Gut, jetzt haben wir den Satz von Herrn Banach für reelle Zahlen oder über dem Körper der reellen Zahlen in dieser Form. Bevor wir jetzt weitermachen, hatte ich ja gesagt, wir wollen uns das einmal ein bisschen veranschaulichen, was der prinzipiell tut. Und das machen wir jetzt als nächstes Mal. Also was sagt uns denn dieser Satz im Prinzip aus? Wir haben hier unseren reellen Vektorraum E. Davon haben wir hier unten einen Unterraum liegen. Die sind natürlich Teilmengen inkludiert. So. Und jetzt habe ich ein Funktional R in die reellen Zahlen. Und dieses Funktional F0 transportiert mein F0 in V0. Und dann habe ich so ein Funktional auf E, das haben wir P genannt, das sozusagen von E nach R operiert, sodass F0 kleiner gleich P ist, was wir hier mal durch die räumliche Darstellung andeuten. Und dann sagt der Satz jetzt im Prinzip aus, ich kann dieses F0 zu einem Funktional auf ganz E fortsetzen, das dann sozusagen das gleiche macht wie P. Nicht ganz das gleiche macht, aber das gleiche erhält, wie diese Beziehung zwischen F0 und P. Das heißt, hier gilt weiterhin die Ungleichung zwischen. Ne, und es gilt, dass wenn ich die Einschränkung hier runterziehe, dass dann das gleiche ist. Das heißt, wenn ich das hier sozusagen verbinde, dann habe ich hier das gleiche raus, um das ganz grob darzustellen. Man kann sich das noch einen Ticken anders vorstellen. Das ist jetzt allerdings, bitte, das sage ich vorweg, völlig anschaulich. Das hat nichts mehr wirklich mit dem Satz zu tun, sondern ist jetzt eine Anschauungsgeschichte. Wir haben hier irgendwo unseren Vektorraum E liegen und da drin haben wir irgendwie unseren Unterraum V0, ne, wie auch immer das Ding aussehen mag. So, und jetzt haben wir auf dem V0 hier einen Funktionalleben, das F0. Rein anschaulich, hat jetzt nichts mehr mit mathematischer Präzision zu tun, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich das vorzustellen. Und jetzt sagen wir einfach mal so, die Höhe oder der Höhenausschlag hier, der misst sozusagen die Norm. Das heißt, ich habe hier ganz abstrakt gedacht oder ganz konkret gedacht, habe ich hier ein Koordinatensystem drin liegen. Und die Höhe misst die Norm. Und dann sagt uns dieser Satz, ich finde ein F auf dem ganzen Raum E, das allerdings diese Höhe oder die Norm nicht antatscht. Das heißt, ich finde hiervon eine Fortsetzung. Und wenn wir jetzt als Norm sozusagen einfach mal hier den Kanal betrachten, das nicht außerhalb dieses Dings rausgeht, aber dann auf dem ganzen Raum E lebt. Und wenn ich das zurück, also das Grüne würde jetzt hier über dieses ganze Orange drüber laufen. Und wenn ich das zurück einschränke auf mein V0, dann komme ich wieder bei meinem ursprünglichen raus. Ist nur eine andere Darstellungsweise vielleicht für die Idee. Man beachte aber bitte im Hinterkopf immer Folgendes, das ist eine Zeichnung, die ist hochgradig falsch, wenn sie mathematisch gelesen wird. Weil das Ding, was ich eingezeichnet habe, ist weder linear, gut, stetig ist es hoffentlich schon irgendwie, aber ganz wichtig, ich kann keine Normerhaltung einzeichnen und ich kriege es natürlich nicht auf ganz E hingezeichnet, ohne dass es dicht wird in der Zeichnung. Also mathematisch gesehen ist das Quark, was da steht, aber anschaulich gesehen ist es das, was das Prinzip ausmacht, was ich hier tue. Mathematisch präziser ist das Diagramm. Definitiv, ohne weiteres. Aber für die Anschauung ist das Bild vielleicht für den einen oder anderen einfach eine andere Sichtweise auf die Dinge. Aber bitte, wie gesagt, immer unterscheiden zwischen der Mathematik und dieser Anschauung. Das ist das Einzige, was dabei wichtig ist. Gut, jetzt haben wir es also, wie gesagt, für reelle Vektorräume geschafft. Jetzt wollen wir es für komplexe Vektorräume haben. Also wir wollen das jetzt auf k gleich c fortsetzen. Also dieses Fortsetzen, das ist in diesem Kapitel definitiv ein wichtiger Aspekt. Dafür brauchen wir eine ganz klitzekleine Vorbereitung, nämlich folgendes Lemma oder folgende Bemerkung. Wenn ich eine komplexe Zahl habe, kann ich die schreiben als Realteil z minus i mal Realteil iz. Das werde ich jetzt nicht beweisen. Was man macht, ist, man setzt z gleich x plus y und rechnet beide Seiten aus. Steht genau das gleiche da, ist also nichts Dramatisches. Das ist alles.
Dann können wir den Satz von Herrn Banach auch über komplexen Vektorräumen betrachten. Dafür nehmen wir uns jetzt einen K-Vektorraum, den nennen wir E. K sind jetzt entweder die reellen oder die komplexen Zahlen. Und dann nehmen wir einen Unterraum von 0, also das gleiche Setting quasi wie vorher, nur dass der Körper jetzt variiert. Dann nehmen wir uns wieder eine Halbnorm. Das heißt wieder eine Halbnorm. Jetzt nehmen wir uns eine Halbnorm. Vorher war es ein sublineares Funktional, aber wir wissen, Halbnormen sind ja auch sublineare Funktionale. Das heißt, wir nehmen hier ein bisschen mehr. Das müssen wir aber quasi machen, weil wir über C arbeiten und da müssen wir irgendwie, um dieses kleiner gleich auszudrücken, eine Norm oder eine Halbnorm drauf haben, weil C ist nicht geordnet. Das heißt, im Kontext der komplexen Zahlen ist es nicht verwunderlich, dass wir eine Norm, Halbnorm brauchen. Hier nehmen wir eine Halbnorm. Also P ist eine Halbnorm von E nach R und F0 ist jetzt das lineare Funktional, was auf V0 lebt und nach K schießt. Und das erhält jetzt die gleiche Ungleichung, nur dass wir auf F0 die Halbnorm loslassen. Weil F0 kann eben in den komplexen Zahlen leben, da müssen wir den Betrag nehmen, beziehungsweise die Halbnorm nehmen. Hier reicht uns der Betrag auf F0, aber man kann natürlich prinzipiell sich überlegen, dass man auch das Ganze verallgemeinern kann für noch eine Halbnorm, die dann auf F0 losgelassen wird. Der Betrag ist natürlich eine Norm und somit insbesondere eine Halbnorm. Na, also das heißt, wir haben jetzt hier die gleiche Ungleichung. Hier steht die gleiche Ungleichung wie hier, nur mit der Berücksichtigung, dass auf dieser Seite eine komplexe Zahl stehen könnte und dementsprechend hier der Betrag drum stehen muss. Und hier steht eine Halbnorm, die geht nach R, da dürfen wir einfach so hinarbeiten. Na, und jetzt ist die Aussage genau die gleiche im Prinzip. Es gibt eine Linearform F von ganz E nach R, eingeschränkt auf V0 ist sie gleich F0. Das fehlt hier aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Also gleiche Aussage wie drüben bei 18,6. Ne? Also es gibt eine Linearform F, die eingeschränkt auf V0 wieder die ursprüngliche Linearform F0 ist und die diese Normabschätzung, so eine Betragsabschätzung, Betrag F von X, kleiner gleich P von X ist. Die auch nichts anderes ist als das hier, nur halt mit dem Hintergrund geschrieben, dass wir eben eventuell in komplexe Zahlen rutschen. Und der Beweis dieses Satzes, der geht jetzt ein bisschen schneller von der Hand. Also, in grün wollen wir es nicht. Sieht irgendwie ein bisschen giftig aus. Also Beweis von Satz 18.8. Jetzt haben wir zwei Fälle. Der Fall 1 ist, unsere Zahl oder unser Körper ist R. Der zweite Fall ist, unser Körper ist C. Den ersten Fall K gleich R spielen wir jetzt sofort auf 18.6 zurück. Den zweiten Fall K gleich C, da benutzen wir diese Darstellungsform über Realteil Z minus I Realteil IZ. Na, dann funktioniert es ganz gut. Also, falls K gleich R gilt, oder falls K gleich R ist, dann ist dieses 18.7, also dieses Betrag F von X kleiner gleich P von X, das ist dann natürlich das gleiche wie, jetzt lösen wir den Betrag auf, minus P von X, kleiner gleich F von X, kleiner gleich P von X. Und jetzt nutzen wir aus, dass das P eine Halbnorm ist, dann ist das hier minus P von minus X, kleiner gleich F von X, kleiner gleich P von X. Naja, das ist aber gerade 18,5. Na, das heißt, in K gleich R können wir diese Ungleichung sofort umschreiben in das, was wir kennen. Und dann wissen wir, für K gleich R haben wir den Satz von Herrn Banach ja schon zur Verfügung. Das heißt, da funktioniert es. Also damit folgt dann die Behauptung aus dem Satz von Herrn Banach für die reellen Zahlen. Oder aus der Urversion, je nachdem, in welches Buch halt man guckt. Also interessant ist sozusagen, wie man das jetzt von den reellen Zahlen auf den Fall rüberschiebt, dass wir hier wirklich komplexe Zahlen drinstehen haben. So, dafür betrachten wir jetzt die reelle Linearform. Also die Idee ist, wie so häufig bei komplexen Zahlen, wenn ich etwas schon für reelle Zahlen weiß und ich möchte für komplexe Zahlen wissen, dann reellifiziere ich sozusagen meine komplexen Funktionen, indem ich sie in Realteil- und Imaginärteil zerlege. Genauso machen wir es hier. Wir betrachten die reelle Linearform U0 gleich Realteil von F von 0, die dann natürlich auch von V0 nach R schießt. Dem Ganzen geben wir mal den Namen Sternchen. Ich weiß noch nicht, ob wir es noch brauchen. Für diejenigen, die schon mal sich irgendwie ein bisschen mit Funktionentheorie auseinandergesetzt haben, das ist genau der gleiche Vorgang, wie wenn ich sozusagen untersuchen möchte, ob Funktionen holomorph sind. Ich zerlege die in Real- und Imaginärteilfunktionen
Und dann wende ich auf Real- und Imaginärteil die Cauchy-Riemann-Differentialgleichung an und checke gleichzeitig noch, ob die reellen Funktionen total differenzierbar sind. Der grobe Plan. Also wir nehmen uns das die reelle Linearform, die einfach der Realteil ist. Und die können wir mit 18.6, also mit dem Hahn-Banach für R, fortsetzen. Ne? Also 18.6 impliziert U0 hat ja nur eine R-lineare Fortsetzung. Ne? Mehr gibt uns der Satz von Hahn-Banach über R nicht her. R-linear heißt einfach linear für alle reellen Skalare. Und die nennen wir einfach U ja, von E nach R. Aber dieses U, diese R-lineare Geschichte, die erhält natürlich die Ungleichung U kleiner gleich P. So, und jetzt definieren wir unser F. Und dafür benutzen wir einfach die Idee, die uns diese Bemerkung 18.7 gibt. Und wir definieren nämlich einfach F von E nach C durch F von X. Und das ist nichts anderes als U von X minus I U von I. Minus I von U I X. Und jetzt denken wir kurz an Bemerkung 18.7 zurück. Was stand da drin? Da stand drin, eine komplexe Zahl ist gleich ihr Realteil minus I mal den Realteil von IZ. Naja, und das U von X ist ja gerade der Realteil. So haben wir es hier oben ja definiert. Das heißt, es ist einfach nur sozusagen inspiriert von Bemerkung 18.7. So, und das ist jetzt natürlich ein Vorteil, weil das ist eine lineare Fortsetzung. Ne? Also U-linear heißt, F ist linear. Naja, und das ist aber ja wieder eine reelle Linearform. Nicht eine reelle Linearform, sondern eine R-lineare Form. So. Und die kann ich mit 18.6 fortsetzen. Ne? Das heißt, die kann ich nicht mit 18.6 fortsetzen, weil die ist natürlich noch komplexwertig. Aber wenn ich die wieder auf den Unterraum einschränke, dann kommt wieder unser ursprüngliches F0 raus. Also wenn ich die einschränke auf V0, dann lande ich auch in F0. Ne, weil wenn ich die einschränke auf das V0, dann steht hier ja Realteil von F0 minus I mal Realteil von I mal F0. Das ist gerade das F0, was wir hier oben reingesteckt haben. Das heißt, die Einschränkungsfunktion oder die Einschränkungsbehauptung, die passt schon mal. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, warum ist das eine vernünftige Fortsetzung im Sinne von erhält die Normabschätzung. Was wir bis jetzt hier stehen haben, ist lineare Fortsetzung auf dem ganzen Raum, deshalb Fortsetzung, und eingeschränkt auf V0 ist es wieder F0. Überhaupt erstmal für eine Fortsetzung wichtig. Also eine Fortsetzung haben wir gefunden. Sogar eine lineare. Jetzt müssen wir nur noch begründen, warum die auch diese Normungleichung erhält oder diese Betragsungleichung erhält. Also zu x aus e wähle Alpha aus c mit Betrag Alpha gleich 1 und Alpha f von x gleich Betrag f von x aus r. Also das Alpha soll auf der Einheitskreislinie liegen. Und sich so verhalten, dass wenn ich Alpha an das f von x dran multipliziere, dass dann ein Betrag rauskommt. Das ist einfach irgendeine e hoch it. Mit der Geschichte hier gilt dann natürlich, dass der Betrag von f von x nichts anderes ist als Alpha f von x. Nur gut, so haben wir es gebaut. Das ist nicht weiter verwirrend, aber das f ist ja linear. Also f von Alpha x. Und Alpha x das ist ja eine reelle Zahl nach Konstruktion. Das heißt, das ist gerade der Realteil U von Alpha X. Ja, also gleich Realteil F. Und auf U von Alpha X kann ich es aber anwenden, dass ich das abschätzen kann durch P von Alpha X. Naja, und jetzt ist aber Betrag von Alpha gleich 1. Das heißt, ich ziehe das hier raus durch die Halbnorm. Dann kommt der Betrag nach vorne. Weil P eine Halbnorm ist. Und nicht nur sublinear, sondern da kommt wirklich der Betrag mit nach vorne. Und der ist 1. Das heißt, das ist nichts anderes als P von X. Naja, da steht's. Und damit ist der Satz bewiesen. Weil damit haben wir eine Fortsetzung konstruiert, die auf dem ganzen Raum lebt, linear ist, eingeschränkt wieder F0 ist und die Normungleichung hält. Nicht Normungleichung, die Betragsungleichung. Das ist die ganz einfache Aussage des Satzes. Also nochmal kurz sozusagen im Schnelldurchlauf. Der Fall K gleich R führen wir sofort zurück auf den Satz von Hahn-Banach für reelle Zahlen. Und den Fall K gleich C
betrachten wir, indem wir sozusagen diese Aufspaltung machen in Realteillinearform und dann aus der Realteillinearform die gesamte Linearform zusammenstöpseln und für die halt die Normungleichung nachrechnen. Das ist es im Prinzip. Gut, ja, das ist es sozusagen für diesen Teil. Im nächsten Teil geht es dann noch ein bisschen weiter mit ein paar Folgerungen. Und insbesondere beweisen wir einen Satz, den wir noch nicht bewiesen haben, nämlich, dass das Spektrum eines entsprechenden Operators nie leer ist und insbesondere kompakt ist. Das war Satz 17.8, den hatten wir beim letzten Mal nicht bewiesen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig mitkommen, nachvollziehen. Falls ihr Fragen oder sonstige Kommentare und Anmerkungen habt, postet die einfach unten als Kommentar. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.